So, und jetzt hier nochmal ein ganz kurzes kleines Video von mir, nur mal so eben aus der Hand geschossen. Und zwar mit dem wunderbaren Titel, was ich hasse oder was ich nie verstehen kann, sagen wir es mal so. Hassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und zwar, wenn man ein Poster designt, ja, irgendwie für einen Film. In dem Fall jetzt hier Jonah Hex, weil ich den gerade aus UK bekommen habe, dachte ich, zeige ich den mal. Die UK Blu-ray übrigens mit deutschem Ton. Und irgendwie einen Monat vor Deutschlandstart. Deswegen habe ich mir den mal schon mal geholt. Und so teuer war er auch nicht. Ja, aber was ich immer nie verstehe, wenn man so hier eine Gruppe von Leuten da auf dem Poster hat, ist ja jetzt, also in dem Fall sind das hier Josh Brolin, John Malkovich und Megan Fox. Und man die halt so darstellt und auch logischerweise ihre Namen hinschreiben will. Wieso, um Gottes Willen, wieso schafft man es nie, die Namen so halbwegs über die entsprechende Person zu bringen? Also hier, Josh Brolin, nein, das ist John Malkovich. John Malkovich, nein, das ist Josh Brolin. Okay, bei Megan Fox stimmt's. Ich verstehe es nicht. Was ist daran so schwierig? Alphabetisch geordnet kann es nicht sein. Weil B und M ist richtig, aber F würde dazwischen kommen. Das ist es also nicht. Wonach sind die gegangen? Ist Josh Brolin etwa jetzt der bekanntere dieser drei Leute, dass man gesagt hat, den müssen wir nach vorne ziehen? Okay, er spielt die Hauptrolle in dem Film. Das mag ich ja einsehen. Aber das könnte man ja beim Design dieses Posters hat man ihn in die Mitte gestellt. Und ich weiß nicht, der Hauptdarsteller ist, der kann ja auch in der Mitte genannt werden. Dann macht man den Namen eben ein bisschen fetter, wenn man andeuten will, dass der Hauptcharakter ist. Das ist immer eine Sache, die habe ich noch nie verstanden. Das gibt's auf so vielen Sachen. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Axt. Also, ich weiß nicht, geht's nur mir so? Bin ich da ein bisschen penibel oder geht's anderen auch so? Also, würde ich gerne mal Kommentare von euch zu wissen. Gut, hier hinten ist leider nichts drauf. Jetzt, das Motiv ist ganz cool. Den Film kenne ich noch nicht. Ich habe bloß den Trailer gesehen und als ich das gesehen habe, dass der in Deutschland erst in einem Monat oder so erscheint, dachte ich, super. Dann hole ich mir den schon mal aus UK, weil wenn er mir nicht gefallen sollte, kann ich den bei eBay noch zum Vollpreis verkaufen. Ja, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen materialistisch sozusagen eingestellt. Ja, wollen wir mal sehen, wie er ist. Ja, vielleicht habt ihr ja Glück und ich mache demnächst ein Review dazu. Wie gesagt, das Ganze, diesen Film aber gucke ich mir echt auch nur wieder an in entsprechender Heimkinoqualität. Also nicht auf diesem Fernseher, auf keinen Fall. Gut. Ja, wie gesagt, schreibt mal eure Kommentare dazu, ob euch das überhaupt schon mal aufgefallen ist und wenn, stört euch das oder stört euch das nicht. Also wie gesagt, ich finde das immer irgendwie bescheuert. Das kann echt nicht so schwer sein, die Namen zu den Personen richtig zuzuordnen. Oder ist das, ja, weiß nicht, designt der eine dieses Motiv hier und der andere schreibt einfach mal Namen hin? Ich verstehe es echt nicht. Also, wie gesagt, es gibt keine logische Ordnung, wie die Namen hier sind. Wieso bringt man die nicht einfach über die entsprechenden Köpfe? Gut, das wär's gewesen. Ciao.